Hallo Fans, Trigema ist Deutschlands größter T-Shirt- und Tennisbekleidungshersteller. Bonita Group, 29 Jahre. Wolfgang Krupp Junior, 27 Jahre. Die Geschwister arbeiten in der Geschäftsleitung der Textilfirma Trigema in Borlading. Nach Schule und Studium im Ausland sind sie wieder zurück auf der Schwäbischen Alb, um in der Firma ihres Vaters mitzuarbeiten. Mein Vater sagt immer, der erste Gang, nachdem er mich aus dem Krankenhaus abgeholt hat oder mit meiner Mutter dann auch, war ins Büro. Und in den Ferien haben wir ausgeholfen, Ferienjobs etc. Also es war immer ein Teil von unserem Leben. Es ist aber auch so, dass wir ja nichts dran ändern können, dass wir hier, wollten wir auch gar nichts ändern, dass wir hier reingeboren sind. Ich persönlich glaube immer, man muss es als Vorteil sehen. Viele würden sich wünschen, auch egal ob mit Firma oder mit Familie, so eine Chance zu haben. Und wir sind ja selbst unserem Schicksal verantwortlich und sagen, wir müssen eben was draus machen. Über die Höhe des Privatvermögens macht Familie Krupp keine Angaben. Der Umsatz von Trigema liegt aktuell bei rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Wir kennen es ja auch nicht anders. Ja? Also, und auch zum Beispiel mein Vater kennt es ja auch nicht anders. Er ist ja auch hier reingeboren. Wolfgang Krupp Senior leitet Trigema schon in der dritten Generation. Er sieht sich und seine ganze Familie in der Verantwortung für die Firma und die Mitarbeiter. Ist irgendwie ein Teil unserer Familie oder ist definitiv ein Teil unserer Familie. Krupp Senior versteht sich als Arbeitgeber der alten Schule, zielstrebig, streng und selbstbewusst. Als er die Firma von seinem Vater 1969 übernimmt, läuft es nicht gut. Doch Wolfgang Krupp kann das Ruder rumreißen. Heute steht Trigema wirtschaftlich so gut da, dass die Firma den Kindern der 1200 Mitarbeiter einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz garantiert. Ich habe auch schon, wenn ich 2 Wochen im Urlaub bin, freut man sich wieder irgendwie auch ins Geschäft zu kommen und was machen zu dürfen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie in Südfrankreich die ganze Zeit auf einer Yacht zu liegen. Ich glaube, da würde ich Depressionen kriegen und mich irgendwann mal von der Yacht runterstürzen. Ja. Ich glaube, man kann auch recht schnell alleine sein, wenn man dann nur das Geld nimmt und sagt, der Rest ist mir egal. Schon als Kinder müssen Wolfgang und Bonita immer als Teil von Trigema auftreten. So, das ist meine Frau, Herr und Frau Schmidt. Gott, herzlich willkommen. Hier darf ich ja Grüß Gott sagen. Ja. Das sind unsere Kinder, Bonita und Wolfgang. Also für mich war klar, dass die Firma in die nächste Generation übergeht und dass die Kinder die Firma bekommen. Ich bin aber so weit, dass ich gesagt habe, die Kinder sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Deshalb sollte nur ein Kind die Firma kriegen. Welches, das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, welche Partner sie finden, wohin sie heiraten oder sonst etwas, wie das Leben bei ihnen zukünftig zu gestalten ist. Bei Familie Krupp ist also klar, wer das Sagen hat. Nach Generationswechsel sieht es hier noch nicht aus. Viele verstehen es nicht und denken so, ah, das muss jetzt ja sehr schwierig für euch sein. Aber also für uns ist es so, also so ist zumindest mein Empfinden, dass wir sagen, also die Last ist sozusagen von den Schultern genommen, wenn man sich jetzt noch nicht entscheiden muss. Du machst es zukünftig, weil wir wissen ja noch nicht, wie sich unsere Wege entwickeln. Wichtig, glaube ich, für uns ist auch, dass es auch die vielleicht fähigere Person für diese Position und für diese Verantwortung auch machen sollte. Und das sollten wir uns eben gegenseitig auch zutrauen, Fähigkeit, sage ich mal, nicht immer nur vom Intellektuell, aber auch von der Umgebenheit. Und ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass wir da auch in diesem Falle immer versuchen werden, unsere Familie zusammenzuhalten und da eine Lösung zu finden. Krupp, eine Unternehmerfamilie. Für die Kinder des Patriarchen bestimmt nicht immer einfach. Aber der Wechsel in die vierte Generation wird dennoch passieren, früher oder später.